Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf das neue Video von Mimi, was gerade rauskam. Meine Entschuldigung an ApoRed. Es wird ja keine Entschuldigung sein, er wird einfach nur durchbeleiden die ganze Zeit. Ist ein bisschen krank so, muss ich sagen, Mimi, dass er einfach 10 Jahre nichts anderes macht, außer Videos gegen ApoRed und Leon Mascher. Aber sie sind auch oft unterhaltsam. Aber er ist auch ein Psycho, klar. Aber unterhaltsam. Bin gespannt, es soll um, was war auf dem Thumbnail drauf? Um den Insolvenzbetrug und sowas gehen von ApoRed. Deswegen schauen wir direkt rein. Das selten, aber dieser Videoteil wird wahrscheinlich eines der besten Videos überhaupt von mir, eines der besten Videos ging auf Red. Okay, Größten Hopsnamen. Und damit das heute so richtig schmackhaft wird, müssen wir kurz erläutern, was eigentlich so passiert ist. Ich hatte in meinem 6. ApoRed Entschuldigungsteil darauf hingewiesen, dass es ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen ApoRed gibt. Hab da erklärt, wie das zustande gekommen ist. ApoRed ist eben bei Leuten verschuldet, wurde über einen längeren Zeitraum gemahnt und das Gericht hat letztendlich einen Insolvenzverwalter eingeschaltet, der ApoReds Konto kontrolliert. Geiles Editing. Basalisch. Ja, ist gut. Daraufhin kam eine Flut von ApoRed-Videos, wo er den Insi-Modus erklärt hat, sich dann nochmal gerechtfertigt hat, dann wiederum gesagt hat, dass die beiden Videos nur Pranks waren und hat dann wiederum eine weitere fadenscheinige Erklärung angeführt, warum er in einem Insolvenzeröffnungs... Wenn ich das schon sehe, das reicht schon. Das ist schon einfach witzig genug. ...verfahren ist. Leider redet er wie immer um den heißen Brei und wird nie konkret, was ich ziemlich schade finde. Immerhin hat er unsere Kritik an seinen Skandalen immer einfach nur damit abgewendet, dass wir alle nur neidisch darauf sind, wie viel Cash er gemacht hat. Wir sind neidisch auf sein Penthouse, würden auch gern mehrere Immobilien besitzen und auch gern in einem Lambo und Range Rover fahren. Es werden immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin, was auch immer. Oder vielleicht, weil ich ein Lambo fahre, ein Range Rover oder ein Penthouse lebe. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Videos über ApoRed machen, um mehr Geld zu verdienen. Weil ich einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben und ich davon abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht kriegen das einfach viele Leute auf, weil ich vielleicht so viel Cash gemacht habe. Vielleicht sind die auch neidisch, weil die gerne tauschen wollen. Vielleicht wollen die meisten Leute auch ein Lambo. Oder vielleicht wollen die auch ein paar Immobilien haben. Vielleicht sind die gerade noch, vielleicht haben die noch mehr Frust, weil gerade ein Kanaka erfolgt. Oh, ist das peinlich. Das ist so peinlich. Es ist beides peinlich. Es ist, selbst wenn er so giga-rich wäre, ist es peinlich, so darüber zu sprechen. Und wenn er es nicht hat, ist es genauso peinlich. Es ändert eigentlich nichts. Es ist einfach nur peinlich, so darüber zu sprechen. Warum ist man so? Ich weiß es nicht. Erfolgreich ist. Bruder, als ob ich jemand einen Controller scammen will. Digga, ich habe Millionen gemacht. Warum soll ich wegen einem Controller, den ich geschenkt bekommen habe, scammen? Hatte ich einfach 6 Autos, ne? Aber nur für mich selbst und nicht so oft mit Familie geteilt, so wie heute. Also ich habe ja heute vom Ding noch immer 5 Autos. Also wenn wir einfach nur neidisch sind auf seinen unfassbaren Wohlstand, finde ich es ganz fair, da mal nachzuhaken, über welchen Wohlstand wir da überhaupt reden. Schauen wir uns dazu aber nochmal seine Insolvenzrechtfertigungen genauer an. Ich habe die wesentlichen Stellen seines ersten Videos zusammengeschnitten. Insolvenzantrag gegen Apo, Idee, was ist denn da los? Du hast doch erzählt, du bist Multitrilliardär, hast uns einfach alle angeschnackt. Na. Unabhängig davon, dass man irgendwie 50% immer Steuern abdrückt, weil man kennt ja auf Großbank wieder angelehnt. Unabhängig davon, dass man gefühlt alle 2 Monate seinen Steuerberater wechseln muss und seinen Buchhalter wechseln muss, weil die halt einfach nicht arbeiten hier. Man ist nur mit Kopfschmerzen hier am Start. Man muss alle 2 Monate seinen Steuerberater wechseln, weil die alle nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob das an den Steuerberatern liegt. Kein Bock mehr. Gar kein Bock mehr. Reicht doch wirklich, ne? Einfach den ganzen Abend ins Ausland anmelden. Keine Kopfschmerzen, alles easy peasy. Seid ihr länger als 6 Monate in Deutschland, habt ihr aber deutsche Steuerrechte und die deutschen Kopfschmerzen. Wie ist es aber nicht der Fall? Ja. Wenn man halt einfach den Insi-Modus aktiviert, also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten einfach los. Man hat dann einfach wahrscheinlich durch mein... Digga, das Video, das check ich bis heute nicht. Smarten Move, ein paar 100 Ks im Jahr gespart. Okay, ApoRed beschreibt hier sein Vorhaben zur Insolvenzverschleppung und Steuerhinterziehung. Hauptsache, die Leute denken nicht, dass er kein Geld hat. Das würde sein Ego nicht ertragen, deswegen haut er noch sowas hier raus. Das heißt, wenn irgendwie so ein dummer, missgünstiger Penner sich jetzt dachte, boah, geil, jetzt wird ApoRed da vorne gleich an der Straße liegen, halb tot, und warum, dann kannst du das nächste Brötchen bei der Bäckerei nicht leisten. Den musst du leider enttäuschen. Mich wirst du leider dennoch in 120.000 Euro 600 PS breit gebauten Range Rover. Boah, das ist unangenehm. Mimi müsste dazu gar nichts mehr sagen. Ihr müsst einfach nur so eine Compilation machen, aus was ApoRed gesagt hat. Das ist ja ganz schlimm. Und Krusen sehen, ganz entspannt. Dazu erwähnt er noch, komplett random, dass er nun das richtig teure Original Tom Ford Lost Cherry Parfüm gekauft hat. Das gefakte Parfüm hat er sich übrigens vorher für umgerechnet 13 Euro in Istanbul geholt. Das hätte er aber nun verschenkt. Soll ja jetzt bloß keiner denken, dass er sich nichts mehr leisten kann. Den habe ich auch in Fakey Makey geholt in Istanbul. Und das ist jetzt quasi der Originale. Fakey Makey habe ich verschenkt. Das ist der Originale. Dann hat er noch eine S-Klasse von draußen gefilmt und gemeint, dass er jetzt zu seinem nächsten Termin fährt, aber man sieht ihn nie einsteigen. Ah, korrekt, Digga. Wir haben einfach ein Baba-Ticket kassiert. Nice Sache. By the way, auch ein Automobil unseren Familienbesitz, sage ich mal, schon seit etlichen Jahren. Ist ein Superwagen, S-Klasse, Freunde. Und in den Beige, Freunde, das ist ein Markenzeichen bei mir. Ist aber bei Range Rover auch. Und bei dem Wagen musste einfach in Beige auch sein, gerade mit schwarz harmoniert, aber perfekt. Okay, steigen wir ein. Let's go zum nächsten Termin. Gerade auch einen gehabt und jetzt zum nächsten. Hier noch so eine schöne Heckansicht, Freunde. Ich finde auf jeden Fall einer der schönsten Wagen überhaupt. Retalk. Und hier nochmal der frontale Hase, aber natürlich Kennzeichen weggeblurrt.
Soll ja auch kein Auge machen, wie jung ist. Unterm Strich ist dem ApoRed also wichtig, dass Leute denken, er hat immer noch Fettknete und diese Insolvenzsache, ja, die ist von ihm gezielt geplant gewesen. Im zweiten Video ging er gar nicht weiter auf diese Insolvenzsache ein, sondern sagt nur, dass er nicht einsieht, warum er noch zeigen soll, wie er in die Autos Boah, ist das unangenehm. Einsteigt. Viele meinten jetzt irgendwie, zeig mal jetzt irgendwie die S-Klasse. Warum ist nicht eingestiegen? Zeig doch mal. Ich check schon, mit welcher Intention man das sagt, so auf hier, auf Schnacker, du bist ein Schnacker, blablabla. Aber ganz ehrlich, warum soll ich jetzt irgendwas zeigen? Genauso mit dem Range Rover. Habe ich gar nicht nötig, habe ich 0% nötig, hier irgendwelchen Leuten das Recht zu tun. Im dritten Video sagt er dann, dass die ersten Videos nur Verarsche waren, was er anhand von WhatsApp-Verläufen zeigen will. Und bevor uns jemand sagt, ich habe das machst du doch nur, um dich zu retten. Ja, deswegen habe ich doch die ganzen WhatsApp-Verläufe mit meinen Kollegen, wo ich darüber geschrieben habe, schon im Vorhinein, ne? Ich würde sagen, ja, hier, von vielen meinen, zeig mal die S-Klasse und den Range Rover, was auch immer. Goofies, Streamer, was auch immer, sagen, hä, was laberst du, du lügst und hier, du bist ein Schnacker und Scheiß. Das ist der Grund, warum ich auch damals gesagt habe, ich werde mich auch zu gar nichts mehr äußern. Ja, ganz normale Sachen und ihr deutet alles auf Lüge, ohne richtige Beweise, das macht ihr immer wieder. Der Anwalt hat gesagt, Knast, Steuerhinterziehung zu dem Insi-Modus, ne? Ich wusste, das wäre ein Meme, okay, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ob jetzt alles genauso stimmt, wie ich es gesagt habe oder nicht, okay? Sei jetzt erstmal dahingestellt. Also wenn man Ja, das Video allein. Das Video heißt der Turn-On. Da ist ein Fuchs-Emoji. Was runterbricht, heißt das einfach nur, ApoRed lügt nachweislich immer wieder während seiner gesamten Karriere, hat ständig Skandale, lügt jetzt nochmal absichtlich, um einen Skandal auszulösen, um sich dann nach dem entsprechend negativen Feedback darüber zu beschweren, dass die ganzen Leute was Schlechtes von ihm denken. Das erinnert mich ein bisschen an Miguel Pablo, der erzählt hat, dass er seine Katze getötet hat und nach dem darauffolgenden Shitstorm meinte, dass Leute viel zu schnell Lügen glauben und dann haten. Und am Ende war es dann einfach Schrödingers Katze im Real Life. Lebt die Katze noch oder nicht? Wenn ApoRed selber sagt, dass er Mios ins Ausland verschleppen will und sich nach einem Shitstorm beschwert, dass man alles glaubt und nur Schlechtes von ihm denkt, ist das am Ende dann einfach Schrödingers Knete. Ist die Knete jetzt im Ausland oder nicht? Sehr gut. Sehr gut. Beziehungsweise, gibt's die Knete überhaupt? ApoRed labert genauso eine wirre Scheiße wie Miguel Pablo, nur dass der eine offizielle Psychose hat und bei ApoRed wartet man noch auf die Diagnose. So, und im vierten Video erklärt er die Sache mit der Insolvenz erneut. Jetzt hau ich die reale Story zu dem Insi-Modus raus. Im letzten Jahr habe ich meine Bank gewechselt, okay, von der Sparkasse zur Postbank. Und da war das so, dass ich die Lastschriften manuell umgesneakt habe. Ich habe aber ein, zwei vergessen. Eine davon war zum Beispiel durch Versicherungsbeiträge, okay? Und dann habe ich einen Stepper nach Türkei gemacht, nach Istanbul, okay? Jetzt wurden von der Versicherung logischerweise die Beträge nicht abgebucht worden. Hier mein neues Konto. Die haben natürlich, dass sie gemerkt haben, da kommt kein Geld mehr rein, Briefe geschickt an meine Adresse. Da ist aber das Lustige, dass ich da eine Umleitung gesneakt habe. Also Umleitung heißt, wenn ihr zum Beispiel weg seid oder sonst wo oder umgezogen seid, ne, dass dann eure Briefe dann quasi weitergeleitet werden. Ne. Das ist aber hier das Nummer, dass viele Briefe trotzdem an meine alte Adresse gekommen sind, obwohl ich halt diese Umleitung hatte. Okay. Das heißt, im alten Postfach, wo noch mein Name stand, der war dann voll, ne, Red Zahl das, Red Zahl hier, Red Zahl dort. Und monatlich dann immer ein neuer wahrscheinlich. Ich selber hat es auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt ist es so, dass die Versicherung dann Knacks bekommen hat, weil sie natürlich gemerkt hat, da kommt nichts mehr rein. Die haben sich dann beim Amtsgericht in Watzke in Hamburg gemeldet und haben gesagt, Digga, check mal ab, Digga, das soll das mal payen. Und das Amtsgericht vor Ort dachte sich dann an der Weile, okay, dann leiten wir einfach mal ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Das heißt, sie grabben einen Anwalt und dieser Anwalt soll dann nicht catchen und dann quasi überprüfen, was ist da los. Und dann soll das mal payen. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der reale Insi-Modus. Ich weiß, das ist eine billige und unspektakuläre Story. Ja, und vor allem ist die Story 1 unvollständig. Und das werde ich jetzt beweisen, du verfickter Lügner. Nix ahnend habe ich meine Festplatte an meinen Rechner angeschlossen. Und auf einmal waren da einfach ApoReds Kontoauszüge drauf. Da dachte ich mir, wir können ja mal alle gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen, welche Wo sind die denn her? What the fuck? Informationen uns ApoRed vorenthält. Und ich glaube, wir sind alle auch richtig gespannt, auf was wir bei ihm alles neidisch sein können. Die Adresse ist hier nachfolgend übrigens nicht zensiert. Ihr werdet nachher erfahren, warum. Also chillt eure Eiers. Also, es stimmt soweit, dass ApoRed von der Sparkasse zu Was? Ist das legal? Wie? Darf ich das überhaupt im Stream zeigen? What the fuck? Postbank gewechselt ist und bei der Kontoauflösung wurde das gesamte Geld von der Sparkasse auf das Postbankkonto geschoben. Und das waren nur 1242,81 €. Kleiner Spoiler jetzt schon. Selbst wenn die Versicherung ganz normal per Lastschrift von seinem Konto versucht hätte abzubuchen, hätte das schon gar nicht geklappt, weil das Geld nicht ausgereicht hätte. Erst 3 Wochen später konnte er der AOK Geld... Sobald man insolvent geht, kann jeder seine Kontoauszüge anschauen, echt? ...überweisen, als er Geld für Placements bekommen hat. Merkt euch das für später, ich werde das nochmal aufgreifen. Bis Anfang Juni ist nicht so viel Wichtiges passiert. Placement Money kam, Twitch Money kam, es gab eBay Kleinanzeigenverkäufe. ApoRed hat aus irgendeinem Grund 3 verschiedene Anwaltskanzleien bezahlen müssen, sodass er im Juni schlussendlich auf 4.800 € kam, die er prompt in Gänze an ein Familienmitglied überwiesen hat. Sass. Nachdem er sein Konto leergeräumt hat, konnte er nicht mal mehr Netflix zahlen und war schließlich im Minus.
läuft bei dir? Geringverdiener. Ich gehe lange nicht noch nicht nach Hause. Später konnte er auch nicht mehr Audible bezahlen. Und ich find's auch lustig, dass er über Steuerberater in Deutschland Folgendes sagt. Unabhängig davon, dass man gefühlt alle 2 Monate seinen Steuerberater wechseln muss und seine Buchhaltung wechseln muss, weil die halt einfach nicht arbeiten hier. Vielleicht arbeiten die auch nicht, weil du die nicht bezahlen konntest, als die mehrfach per Lastschrift vergeblich versucht haben, ihr Geld abzurufen. Wow. Cringe. 1.500 Euro, die Pissel! Am 6.10. wurde es dann nochmal richtig interessant. Die erste Pfändung wurde durchgesetzt von der AOK. Heißt, die AOK hat gerichtlich einen Vollstreckungstitel erhalten, was sie berechtigt, ihr Geld selber zu holen. Zumindest das, was noch auf dem Konto ist. Gleichzeitig wird das Geld, was noch in Zukunft auf sein Konto kommt, eingefroren, damit das gepfändet werden kann, ohne dass er das Geld vorher ausgibt. Dazu gibt es dann noch einen Eintrag in seine Schufa, welche von allen anderen Banken einsehbar ist, sodass er nicht einfach willkürlich neue Konten eröffnen kann. Das Ganze ist jetzt aus vielerlei Gründen interessant. Erstens hat ApoRed gar nicht erzählt, dass er schon gepfändet wurde. Zweitens hat er behauptet, verpeilt zu haben, die Lastschrift auf das neue Konto zu übertragen. Und drittens seien die Briefe wegen falscher Sendungsumleitung nicht angekommen, während er in der Türkei war. Das kann vorne und hinten nicht stimmen. Mit dem Postbankkonto hat er im April manuell eine Überweisung an die AOK gemacht. Heißt, er wusste doch Bescheid, dass er zahlen muss. Da hätte ihm doch auffallen müssen, dass er die Lastschrift nicht übertragen hat. Und unabhängig davon können wir ja mal gucken, wann er in die Türkei ist. Diese Instagram-Story ist vom 30.09. Digga, hat er wieder aufgedeckt. Er ist ein Psycho, so, sag ich auch so ganz ehrlich, klar. Aber es ist schon verrückt. Ja, jetzt wie gesagt, erstmal die restlichen Sneaks hier einpacken, die restlichen Klamotten. Ich habe schon einige Sachen rübergetaked. Es geht ab, Freunde, es geht ab. Weg von Deutschland. Kein Bock mehr hier. Und Anfang Oktober ist er dann in die Türkei gezogen. Das Ding ist jetzt nicht mal alles, ne? Da kommt noch was. Candy macht sich hier richtig tapfer. Sagt einfach kein Wort. Dieser kleine Fetzer, Cookie. Was ist los? Warum weinst du die ganze Zeit? Ist doch alles cool. So, Freunde. Jetzt erstmal Istanbul angekommen. Absolut 1 Million Pakete. Und Cookie ist am Start. Plus Candy ist auch am Start. Cookie, warum hast du Auge? Alles cool. Leute sagen, es ist nicht cool, sowas, was er macht, aber ApoRed liegt auch allen Leuten ins Gesicht, richtig sowas auszudenken. Ja, schon auch wieder. Er ist stabil geblieben. By the way, wo sind eigentlich die Katzen hin? Seit Februar, als er wieder in Deutschland war, hat man die nicht mehr gesehen. Davor hat er ständig mit denen Stories gepostet. Naja, wie dem auch sei. Was ich eigentlich sagen wollte, von welcher Sendungsumleitung redet er? Wenn er am 6.10. das erste Mal gepfändet wurde, was ja den Vollstreckungstitel durchs Gericht voraussetzt, müssen die ganzen Briefe und Mahnungen ja weit vorher gekommen sein. Da war er doch noch gar nicht in der Türkei. Zwischen Postbank, Kontoeröffnung und Türkei-Aufenthalt lag über ein halbes Jahr. War der in dem halben Jahr nie zu Hause oder was? Wobei, das kann ja auch nicht sein, wenn er in der Zeit im Rewe und Aldi einkaufen war. ApoRed lügt hier wieder ganz klar, obwohl er uns jetzt angeblich die Wahrheit über den Insi-Modus erzählt. Übrigens ist die zeitliche Einordnung auch witzig. Sein Comeback-Video, wo er von seinen Plänen, Neubau-Wohnblöcke zu erbauen redet, das war einfach knapp 2 Monate, nachdem er gepfändet wurde und nichts mehr auf dem Konto hatte. ApoRed lebt in einem kompletten Realitätsverlust. Aber es wird noch interessanter, denn ApoRed wurde noch ein zweites Mal im Dezember gepfändet und durch die Kontoführungsgebühren ist er nochmal ins Minus gerutscht. Erst in der Zeit hat er seine Adresse von Kaskadenpark 6 auf Steinbecker Hauptstraße gewechselt und erst dann hätte es vielleicht irgendwie Sinn ergeben mit einer Sendungsumleitung. Zu dem Zeitpunkt war der Drops aber nicht nur schon längst gelutscht, sondern schon längst ausgeschissen. In den darauffolgenden Monaten ist übrigens kein Geld mehr auf das Konto gekommen. Demnach konnte die AOK auch nichts mehr pfänden und es ist im März 2022 zum vorläufigen Insolvenzverfahren gekommen. Die Kontoführungsgebühren haben sich weiter gehäuft und das Konto wurde letztendlich im Mai 2022 gesperrt, weil ApoRed 5 Monate lang keinen Adressnachweis vorgelegt hat. Das... Digga, Mimi ist ja so drin. Der ist so 300 Mal mehr drin als das Finanzamt selber und als der Steuerberater. Ist die Wahrheit über den Insi-Modus. ApoRed hat schon lange kein Geld mehr. Sonst könnte er einfach seinen Schuldenhaufen bezahlen und das Insi-Thema wäre durch. Wie wir gesehen haben, konnte er aber nicht mal Netflix, Audible oder seinen Steuerberater bezahlen. Das soll eine Entschuldigung sein? Das ist ein Joke, das ist keine Entschuldigung. Zahlen. Und dann nimmt er sich die Dreistigkeit, bei Unge das hier zu erzählen. Was ist denn jetzt das Problem? Also du hast jetzt dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, weil du gesagt hast, hier wegen Bank gewechselt und dann ein paar Briefe versneakt. Was Richtig. Ist denn jetzt das Problem? Also weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt du schon was? Nein, alles entspannt. Das ist wirklich alles entspannt. Das war einfach nur ein bisschen verdusselt, ein bisschen Türkei-Stepper gemacht, ein bisschen vercheckt hier, Postbank gewechselt, Palaschrift verkackt, hallo lieb. Ist keine große Geschichte. Während er in Wahrheit voll in der Scheiße steckt. Wobei, ist jetzt auch nichts Neues, dass er Unge in Livestreams anlügt. Ach übrigens, ApoRed, du kannst mich gerne für die Kontoauszüge in meinem Video anzeigen. Im Gegensatz zu dir könnte ich die Strafe wenigstens zahlen. Wenn wir schon beim Inso-Modus sind, okay? Und zwar stellt jetzt Mimi so dar in seinem Video, ApoRed,
er spielt euch hier was vor. Ja, stimmt ja auch. Er tut so, als wäre der übel Richie Boy und was auch immer. Ja, das stimmt auch. Aber parallel, seht doch, Inso-Modus, ne? Ja, und das stimmt auch. Man muss auch sagen, wieder komplett falsch und einfach aus der Luft gegriffen. Sieht nicht so aus, würde ich sagen. Na, guck mal, nehmen wir mal an, ich bin wirklich so ein übel Brokey-Mokey, wie das versucht worden ist, darzustellen. Das brauchen wir nicht annehmen. Wir wissen mittlerweile, dass du broke bist. Es kann doch einfach sein, dass irgendwie irgendein Typ, keine Ahnung, Gelder von mir veruntreut hat. Ne? Man wollte ein Geschäft machen, hat ein, keine Ahnung, ein Gewerbe dazu gegründet, bam, hat jemand dein Geld veruntreut. Kann ja sein, das ist sogar bei einem Insco passiert. Und auch selbst wenn das so wäre, hätte ich doch trotzdem mit allem recht. Machst du auf Businessman? Ja. Bist du broke? Ja. Ändert sich was nach deinem Gelaber hier? Nö. Es kann auch sein, dass man vielleicht, keine Ahnung, einen super teuren Wertgegenstand holen wollte. Keine Ahnung, einen Lamborghini SVJ Roadster oder so. Und, keine Ahnung, das vielleicht teure verscherbeln wollte. Und dann wird man, keine Ahnung, übers Ohr gehauen da. Und auch selbst wenn das so wäre, hätte ich doch trotzdem mit allem recht. Das Ding ist, deine Eventualitäten ergeben keinen Sinn, wenn man deine Aussagen von hier daneben stellt. Erstmal muss ich eine Sache klarstellen, liebe Freunde. Bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, hey, hier, YouTube, meine, dies, das, tralala, kann ich erstmal sagen, muss ich leider alle enttäuschen, Digga. Mit YouTube kannst du Geld verdienen, sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite. Aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6-7 Autos leisten kannst, daneben nochmal 1-2 Häuser kaufen kannst, daneben nochmal eine 500.000 da investieren kannst und nochmal, keine Ahnung, 300.000 da. Kannst du nicht, ne? Und Insider und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Ne? Und das hat schon echt viel auf sich, aber Gott sei Dank, es hat sich gelohnt. Ich bin halt ein Hustler. Ich könnte rein theoretisch auch direkt in Rente gehen, auf Michael Schumacher-Style, aber ich bin halt einfach ein Hustler. Wisst ihr, was meine? Pipapo nennt mir einen YouTuber, der ernst 6-7 Autos hat. Gibt's gar nicht. Ich bin original der Einzige. Aber ich bin auch kein YouTuber. Ich nehme original einmal in 3 Tagen eine Stunde auf. Und das war's aber auch schon. Warte, du führst 6 Unternehmen neben YouTube, hast 1-2 Häuser, 6-7 Autos, hast auch aus 8.000 Euro eine 500.000 Euro gemacht und dann wirst du von einer Person bei einem Autokauf über den Tisch gezogen und kannst deine Krankenkasse nicht mehr zahlen? Ist das dein Ernst? Wem willst du verarschen? Da kann doch so viel nicht stimmen bei deinem Business-Gelaber. Jetzt fragt sich der eine oder andere trotzdem, hä? Aber was ist mit ApoRats Immobilien? Und vor allem sein Penthouse, von dem er immer geredet hat. Jetzt wird's nochmal richtig interessant. Am 3.11.2019 hat er sein erstes Haus vorgestellt mit dem Titel Mein neues Haus Room Tour XXL. Keine 2 Monate später stellt er wieder ein neues Haus vor mit dem Videotitel Ich zeige euch mein neues Haus, in Klammern leeres Haus. Zusätzlich macht er zu dieser Immobilie ein Frage-Antwort-Video mit dem Videotitel Wie viel kostet mein neues Haus? Ungefähr 9 Monate später stellt er wieder ein neues Haus vor mit dem Videotitel Mein neues 2 Millionen Euro Penthouse. Das sagenumwobene Penthouse, was er seitdem ständig erwähnt hat. Wow, bei ApoRed läuft ja richtig. Doch wie der Zufall es so will, war ein Zuschauer von mir auf Wohnungssuche in Hamburg. Ist dabei auf dieses Exposé gestoßen und hat mich gefragt. Sag mal, kann es sein, dass das die Bude von ApoRed ist? Ich dachte so, WTF, die Fensterfront haut genau hin, die Seitenfenster auch und im Bad ist auch dieser Streifen aus Fliesen. Ja, das ist 100% die Bude. Ja, dann will ich sie nicht mehr haben, sonst müsste ich mich ja täglich in Salzsäure baden. Es hat sich rausgestellt, dass ApoRed sich das Haus damals selber nur gemietet hat. Im Frage-Antwort-Video suggeriert er aber was ganz anderes zu diesen beiden Immobilien. Ja, warte mal, ein 2 Millionen Euro Haus und dann kostet das 1,9 Miete? Das kann gar nicht sein, oder? Wo waren wir? Will ich sie nicht mehr haben, sonst müsste ich mich ja täglich in Salzsäure baden. Eine Wohnung und kein Haus, hä, was ist das? Was ist das denn wieder alles für eine Scheiße? ApoRed hat das nur die 2 Millionen reingeschrieben. Das ist nicht das Penthouse, ja okay, aber beim anderen stand 1 Million. Das ist ein 460.000 Haus, okay. Es hat sich rausgestellt, dass ApoRed sich das Haus damals selber nur gemietet hat. Im Frage-Antwort-Video suggeriert er aber... 120 Quadratmeter? Haus? Da stimmt doch auch alles nicht. Aber was ganz anderes zu diesen beiden Immobilien. Die nächste Frage ist von Giocinto030. Wie viel hat dein Haus gekostet? Guck mal, ich bin jetzt kein großer Freund, immer spezifische Zahlen zu nennen. Ne? Doch. Doch, ist er. Er ist ein Riesenfreund. Er ist der Freund davon. Also er nennt immer spezifische Zahlen. Er kann es gar nicht lassen. Er ist der beste Freund davon, spezifische Zahlen zu nennen. Ja? Bin ich gar kein großer Freund. Habe ich auch vorher auch nie gemacht und will ich auch eigentlich nicht machen. Aber ich sag mal so, in Hamburg sind die Grundstückspreise ungefähr 6-mal so teuer, no joke, als der Durchschnitt. Das ist kein Spaß, Freunde. In Hamburg sind die Grundstückpreise sind... So, Digga. Für die beiden Häuser, ne, die ihr jetzt bisher gesehen habt, ne, man zahlt im Schnitt ungefähr, wenn es gut läuft,
zwischen 400 und 600.000 so, ungefähr. Wenn man es wortgenau nimmt, hat er zwar nicht gesagt, dass er das bezahlt hat, aber es ist offensichtlich, dass er es so aussehen lassen wollte. Ich meine, warum macht er ein extra Video, was heißt, wie viel kostet mein neues Haus? Wo er sich dazu entschieden hat, diese Frage reinzunehmen und betont dann, dass er kein Freund davon sei, spezifische Zahlen zu nennen, so als ob er spezifische Zahlen nennen könnte, wenn er wollen würde. In welcher Welt ergibt das denn Sinn, sich als Mieter so zu geben? Ja, nur in einer Welt, wo man sich selber als Besitzer darstellen will. Wenn dich jemand fragt, was deine Bude kostet oder gekostet hat, dann will man entweder wissen, was du monatlich an Miete zahlst, oder man will wissen, für wie viel du die Bude gekauft hast. Kein Mensch will mit der Frage von dir wissen, was die Bude dein Vermieter gekostet hat. Ich meine... Junge, woher kannst du das denn wissen? Und das Sahnehäubchen ist auch noch, dass er behauptet, kein Freund von spezifischen Zahlen zu sein, redet aber im gleichen Scheiß-Video darüber, was alles gekostet hat. Ich habe jetzt insgesamt, dafür habe ich 800 Euro ausgegeben, war sogar ein Schnapper. Dafür habe ich, wie viel dafür ausgegeben? Ich habe 800, 900 Euro oder so, was ein normaler Preis ist. Es sticht mich aber irgendwie trotzdem. Und ich habe für die Jacke 800 Euro ausgegeben, habe mich aber gar nicht gestochen, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht, wie viel ich für den Ofen bezahlt habe. Ich glaube so 200 oder so. Mit Anlage verbinden, 1000 Möglichkeiten. Und ich dachte so, oh Digga, das ist ja richtig heftig. Aber das hat irgendwie 1000 Euro mehr gekostet. Voll übertrieben, so, 1000 Euro wegen iPad, kaufe ich selber ein iPad bei eBay Kleinanzeigen für 100 Euro, Digga. Knacksding, ne? Für 600 Euro vertraut mir. Naja, wie dem auch sei, von dem ersten Haus hab... Er haut einfach von jedem die Zahlen raus. Aber die ganz spezifischen Zahlen, von allem. Habe ich übrigens noch kein Exposé gefunden. Ich weiß nicht, woher Justin die Info hat, aber er meint jedenfalls, dass das erste Haus auch gemietet ist. Also wir haben ja auf sein erstes Haus schon reagiert. Deswegen wahrscheinlich auch der Wunsch, dass wir auf dieses Video reagieren. Ob er sich jetzt ein zweites Haus gekauft hat oder gemietet hat, nee, das erste Mal gemietet. Ich weiß nicht, was jetzt hier der Fall ist. Was nun bedeuten würde, dass diese beiden Häuser schon mal nicht ApoRed gehört haben. Auch wenn ApoRed das immer so darstellen wollte. Kommen wir aber nun zum sagenumwobenen 2 Millionen Euro Penthouse, mit welchem ApoRed nicht nur ganze Zeit geflext hat, sondern es auch immer so hingestellt hat, als seien Kritiker nur neidisch auf sein Cash, seine Autos und sein fettes Penthouse. Schauen wir zuallererst mal in das Video rein. Heute ist es endlich soweit. Roomtour von der neuen Crypt wird euch heute auf jeden Fall einiges zeigen. Nicht aber alles zeigen, weil einige Räume sind ein bisschen crease. Alles hier so auf Penthouse angelehnt. Gehen wir erstmal rüber zu meinem Arbeitszimmer. Was ihr wahrscheinlich schon mal ein bisschen gerochen habt für mein Video. Ja, es ist eigentlich immer das Standardkonzept. Es ist noch nicht fertig. Da wird natürlich viel gemacht. Schaut mal rein. Gehen wir aber weiter, Freunde. Rüber zum Wohnzimmer. Wir haben hier auf dieser Etage vier Zimmer. Ja, wir haben vier Zimmer. Zimmer Nummer 1, 2 Zimmer. Zeige ich nicht. Das zeige ich dann in 2 Wochen, wenn wir alles ready haben. Ich zeige das Wohnzimmer und zeige die Toilette. Und dann gehen wir rüber an die nächste Etage, okay? Insgesamt haben wir 8 Zimmer, kann ich jetzt schon mal spoilern? Also, er hat 2 Etagen im Penthouse, pro Etage 4 Zimmer, sodass es insgesamt 8 Zimmer gibt. In der einen Etage zeigt er noch seine Wohnzimmer-Küchen-Kombo und wechselt dann die Etage. Wir gehen erstmal in die obere Etage mit dem Fahrstuhl, ihr habt richtig gehört, mit dem Fahrstuhl in die obere Etage. Und jetzt kommt die obere Etage, wo er richtig dick aufträgt. Wir haben jetzt hier die obere Etage, liebe Freunde. Ja, wir haben einen Fahrstuhl, der direkt hier nach oben führt. Das muss man erstmal haben, ne? Verschiedene Eingänge, bla bla bla. Alles hier auf Penthouse angelehnt. 1, 2, 3 Badezimmer und ein Gäste-WC, okay? So riesen Fenster, bodentief, richtig nice, auch relativ hoch. Mega nice, ne? Neueste Bauchwelle natürlich, ist ja alles Neubau, wie erwähnt, ne? Alles komplett Neubau, ganz wichtig. Gehen wir weiter, Freunde. Hier ist auf jeden Fall Fahrstuhltür. Also man kommt mit dem Fahrstuhl direkt hier rein. Hier ist noch ein anderer Ausgang. Hier ist noch die Gegensprechanlage, ne? Für die Etage hier. Kommen wir rüber zu meinem Lieblingsbereich und zwar diese offene Wohnküche, Freunde. Ganz, ganz, ganz gefährliche Hase. Weil wir haben hier einfach mega viel Platz und wir haben das, was ich eigentlich so wollte. Ja, also eine Kochinsel, coole Küche, das ist wirklich mega entspannt. Auch hier, man sieht, das wurde nicht gespart, Freunde. Alles Top-Qualität, also es wurde wirklich nicht gespart. Zeigen wir euch mal die Terrasse, da wird gerade viel gemacht. Moise ist auch am Start. Moise ist ja gerade am Worken, er macht gerade richtig viel. Was ist denn jetzt eigentlich das 2 Millionen Euro Penthouse? Nun ja, die untere Etage ist diese Mietwohnung hier für 1200 Euro im ersten Stockwerk. Kann man anhand der Küche erkennen, der fehlenden Kochinsel, dem grauen Backboard mit der Steckdose. Und das hier war sein Sneaker- und Zockerraum. Die obere Etage ist diese Wohnung hier im vierten Stockwerk, was man anhand der Kochinsel, der Terrasse und der Feuerleiter im Hintergrund erkennen kann. Und dann dachte ich mir, Moment mal, Digga, er recherchiert aber auch so böse, ne? Digga, ist ja nichts, also den, also Mimi will ich nicht zum Feind haben. Obwohl, auch schon auch mal ein bisschen. Einfach mal um so zu gucken, was man alles so rauskriegt. Das wäre schon interessant. Aber das ist krass, das ist krass. Kadenpark 6, das ist doch das Impressum von Nano Gaming. Die Firma, mit der ApoRed häufig Product Placements für Controller gemacht hat. Größtenteils ungekennzeichnet. Das ist übrigens auch die Firma mit dem ApoRed Gewinnspiel, wo Luca nie seinen Controller erhalten hat. Das fand ich so
merkwürdig, dass ich dachte, ja gut, die Firma ist im Impressum öffentlich. Da kann man mal schauen, was man vor Ort vorfindet. Hat sich rausgestellt, es ist ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen. Und diese 4-Zimmer-Special-Terrassenwohnung mit extra Fahrstuhlzugang im 4. Stockwerk, die wird einfach von dem Nanogaming-Geschäftsführer und einem Kollegen gemietet. Also im Exposé das hier oben. Und ApoRed hat diese 4-Zimmer-Wohnung gemietet. Auch mit noch einer anderen Person. Übrigens genau diese Person, wo er seine letzten paar tausend Euro damals hingeschoben hat. Das Ding ist, die Wohnung ist ja wirklich schön, aber hier von seinem 2 Millionen Euro Penthouse zu reden und solche Sätze zu droppen, ist schon sehr peinlich. Es werden immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin, was auch immer. Oder vielleicht, weil ich ein Lambo fahre und Range Rover oder ein Penthouse lebe. Und dieser Clip wurde aufgenommen in einer Mietwohnung, die quasi eine WG ist. Wo man bei seinem Sponsor oben anklopft, um sein 20.000 Euro Pack-Opening auf einer Kochinsel zu drehen, weil es cooler aussieht. Das ist so... Halt's Maul, das ist brutal. Das ist so brutal, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich würde gerne von ApoRed eine Live-Reaction sehen, während er das Video sieht. Live, live. Also, weißt du? Nicht vorher schon gesehen, sondern er geht eiskalt rein, ohne zu wissen, was drin ist. Und dann werden da so welche Sachen gedroppt. Doch schon wieder eine komplette Verarsche. Und nein, der wohnt da seit seiner Türkei-Reise nicht mehr. Sondern er versteckt sich in einer unbekannten Raufaser-Tapetenwohnung vor den Behörden. Aber dazu kommen wir später. Wenn man auf seine Finanzen nicht so richtig neidisch sein kann und auf sein krasses Immobilienportfolio auch nicht so richtig, ja, dann bleiben doch jetzt nur die Autos. Und da macht ApoRed natürlich wieder das große Maul auf. Also das Video ist echt unglaublich gut, aber ich bleib dabei, Mimi ist immer noch krank und besessen von ApoRed und Leon Mascher. Aber die Video ist auch zu gut. Ich weiß es nicht. Sein komplettes Leben basiert ja auf Sachen aufzudecken von Leon Mascher und ApoRed. Aber die Videos sind auch zu gut einfach. Also ich weiß es nicht. Weil er wieder gestopft werden möchte. Eine Sache zum Beispiel. Er behauptet einfach ganz radikal frech, dass ich jetzt irgendwie Autos im Wert von mehreren hunderttausend Euro verkaufen musste, um mich irgendwie über Wasser zu halten. So mäßig nach dem Motto, dass ich hier noch mein Abo in die Börse essen kann. Dafür muss ich ja übelst teure Autos verkaufen. Und da frage ich mich Real Talk, von wo zieht er sich diese Thesen? Zieht er sie sich aus einer Arschtour, holt er sich da raus oder haut er sie einfach hin? Und das Geile ist, er stellt sie einfach als Fakt darin. Er sagt nicht, ich glaube oder es könnte sein, sondern er stellt es wirklich als Fakt darin. Hat natürlich auch da keine richtigen Beweise oder sonst was. Und das ist halt so eine Sache, das wird immer regelmäßig gemacht. Und dann kann man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, aber es ist schlimm. Es ist halt einfach radikal eklig, wenn er kommt und sagt, guck mal, Red sagt, er ist rich, aber muss ja seine Autos verkaufen, damit er Wasser und Brot kaufen kann. Das ist nicht gut, Bro, das ist Menschen zerstören, das ist 10-mal nachtreten. Ja, aber er sagt es ja immer noch, alles. So, das denkt, er muss es ja nicht sagen. Er könnte ja, Chef, er hat einfach ein Video gemacht, dass er im Insolvenzmodus, oder dass er gerade Insolvenzbriefe hat. Oder einfach die Wahrheit erzählen. Also es ist ja schon unangenehm, wenn du im Livestream sitzt und die ganze Zeit von deiner krassen Penthouse-Bude redest und von deinen 5 Autos. Wenn du sie hättest, ist das schon unangenehm. Nehmen wir an, du hast 5 Lambos und eine Penthouse-Wohnung. Dann ist es mega unangenehm, sich darüber zu definieren und die ganze Zeit darüber zu reden. Aber wenn er es dann noch nicht mal hat, wow, wow, wow. Also selbst wenn er sie hätte, macht er sich damit ja schon wahnsinnig unsympathisch. Und so. Das ist frech und das ist auch unlogisch, ist auch voll irrational. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Naja, nachdem wir deine Finanzen gesehen haben, ist es überhaupt nicht irrational. Wenn du die Autos noch hättest, würden die gepfändet werden und das ist logisch und rational. Er hat ja zum Beispiel gesagt, ja, Red, er hat irgendwie seine Autos verkauft, ich glaube, Lambo und Range Rover erwähnt in seinem letzten Video, damit er sich über Wasser halten kann. So, das sind auch wieder Aussagen komplett aus dem Arsch gegriffen. So, weißt du, meine, so, man hat doch jetzt vor ein paar Tagen einen Clip gesehen, wie ich mein Range Rover umarmt habe. Weißt du, meine, also. Aber auch wilde Clip, wo du dich da so auf den Range Rover drauflegst. Also, aber guck mal, was ich meine ist, es wird bewusst falsche Sachen behauptet. Verstehst du, was ich meine? Bewusst falsche Sachen behaupten, aka Lügen, macht hier doch eigentlich nur ApoRed die ganze Zeit. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Wie hat ApoRed denn auf das ganze Thema reagiert? Aber Kopf, da hört es schon auf. Wenn ich eine S-Klasse zeige, dann würde ich zumindest manchmal so drin sitzen und das zeigen, wie ich gerade so ein Laberkopf. Ja, Mann, Tanzverbot. Du bist der Heftigste. Warum bist du so schlau? Es ist ja gar nicht so, als hätte ich die S-Klasse in den letzten 300-400 Tagen mal öfters meine Instagram-Story gezeigt. Ja, Glückwunsch, du saßt mal in der S-Klasse als Beifahrer. Willst du uns vielleicht noch dein Flugzeug zeigen aus deinem Familienbesitz? Der ist böse. Ich hab da noch an ihn geglaubt. Ich hab da noch an ihn geglaubt, dass er die Autos noch irgendwie hat. Oder noch liest oder irgendwas. Ich hab da jetzt noch gesagt, das nehme ich ihn ab. Ich hab ihn noch verteidigt. Ja, guckt euch die Reactions an. Ich hab gesagt, der hat die Wagen, der wird die noch haben. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich war da auf seiner Seite. Wir gehen wieder rein. Ja, moin Leute. Aber was sagt er zum Range Rover? Zeig mal den Range Rover, hör, du redest davon, der wird umgebaut und hör, der ist kurz weg und der ist in der Werkstatt. Der ist einfach, der lügt einfach. Irgendein extra Umbau bei einem Range Rover, dass er die schwarzen Elemente auf Carbon umgesneakt hat. Wie kann man nur so lügen? Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen.
Ja, Glückwunsch, da hast du dich auf einen Range Rover raufgelehnt. Aber warum hast du das Nummernschild zensiert? In deinem Mein neues Auto 120.000 Euro Range Rover von ApoRed Video hast du zum Nummernschild noch Folgendes gesagt. Guck mal, es werden viele sagen, Red, man sieht dein Kennzeichen. Bruder, diesen Wagen gibt es einmal auf dieser Welt. Da bringt Kennzeichen gar nichts mehr, das ist vorbei, Digga. Also, ich kann mein Kennzeichen zeigen, die gibt es wirklich, diesen Wagen gibt es einmal. So wie er gerade hier steht, gibt es hier wirklich nur einmal weltweit. Damit du Bescheid bist, okay? ApoAD, der einzigartige Hase, okay? Dass er hier das Nummernschild zensiert, ergibt gar keinen Sinn, nachdem er noch nie seine Nummernschilder zensiert hat. Und sogar noch erklärt hat, dass er seine Nummernschilder nicht zensieren braucht, aufgrund der Einzigartigkeit des Wagens. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Und wo ist eigentlich der Lambo, den ich angesprochen habe? Auf den ist er gar nicht eingegangen. Aber wir sind wahrscheinlich nur neidisch. Neidisch darauf, dass er sogar seine Klamotten zum Wagen matcht. Was immer sehr wichtig ist, Freunde, dass man auch sein Outfit, na, natürlich dem Wagen auch anpasst. Ne? Heißt, schwarzes Outfit mit leichten silbernen Akzenten. Sprich, schwarzer Wagen, silberne Akzente. Let's go, okay, komm. Das dann nochmal als Feed-Post, übrigens noch zu der Zeit, wo Leute tatsächlich dachten, er hätte Geld. Aber ApoRed hat hier beim Flexen eher sich selber weggeflext. Denn man kann oben in der Ecke ein S erkennen, was das S vom Miles-Logo ist. Nein, Alter, er ist böse. Also Mimi ist krank. Mimi ist krank. Das packe ich nicht. Oh, es ist unangenehm. Ich denke die ganze Zeit, das Video ist jetzt, muss jetzt langsam mal vorbei sein. Es ist jetzt genug unangenehm, aber es geht immer noch 10 Minuten. Es hört nicht auf. Leute, überlegt euch das mal. ApoRed behauptet, 5 Wagen zu haben. Also ich habe heute vom Ding noch immer 5 Autos. Darunter Lambo, S-Klasse, Range Rover. Ein Opel. Und sonst was. Und muss trotzdem Carsharing benutzen und Flexer noch damit, dass er seine Klamotten zum Wagen matcht? Wer macht sowas? Nur jemand... bei dem die Ego-Probleme so groß sind wie die Geldprobleme. Seine komplett undurchdachte Amateurflexerei beweist nur noch mehr, dass er in Wahrheit broke ist. Er hat einfach seinen längst verkauften Range Rover beim neuen Besitzer von außen gefilmt. Dass er das Nummernschild urplötzlich zensieren muss, lässt stark vermuten, dass sich das Nummernschild im Zuge des Verkaufs geändert hat. Fahrzeugpapiere kann er auch nicht zeigen, obwohl er dafür nicht mal zu einer fremden Garage stiefeln muss. Warum? Ja, weil es offensichtlich nicht sein scheiß Wagen ist. ApoRed kann einfach nicht zugeben, dass er die Autos nicht mehr hat. Lustigerweise hat er zum Autothema mal Folgendes gesagt. Ja, wie sieht's aus mit neuen Autos? Ich habe, kann ich offen ehrlich sagen, 2 Autos verkauft. Wenn ich dir nicht sagen welche, sage ich dir nichts. Ich habe ein Auto, also gekauft, ein neues, was mehr wert ist als die 2, die ich verkauft habe sogar. Aber Freunde, kommt bald ein Update dazu, das ist so ein Ding. Ihr werdet nicht damit rechnen auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ein knackiges Ding sein. Dazu kommt wahrscheinlich entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres dazu ein Video zum neuen Wagen. Und wie gesagt, von 2 Autos habe ich mich verabschiedet. Ich werde auch mal sagen, welche Autos das sind, ne? Weil ich ja kein Schnacker bin, ich könnte euch schon tun, als hätte ich die Autos, aber ich habe mir 2 Autos verkauft und einen dazu geholt. Das Auto, was er damals meinte, war der Lambo, den er von Simon Destio abgekauft hat. Es ist schon funny, dass er damals gemeint hat, dass er ja kein Schnacker sein will und so tun würde, als ob er noch die 2 Autos hätte. Während er genau das heute macht. Ja, zeig mal den Wagen, zeig mal hier, warum ist nicht eingestiegen, zeig doch mal, bla bla, ne? Ich check schon, mit welcher Intention man das sagt, so auf hier, auf Schnacker, du bist ein Schnacker, bla bla, aber ganz ehrlich, warum sollte ich jetzt irgendwas zeigen? Die Zuschauer hatten recht, du bist ein Schnacker, der keine Fahrzeugpapiere zeigen kann, obwohl er damit ohne Aufwand alle wegflexen könnte. ApoRed, erklär uns doch jetzt mal bitte, auf was genau können wir bei dir neigen? Oh nee, Alter. Nee, das ist so fies, alles durchgestrichen. Neidisch sein. Ah, ich hab da eine Idee. Was ist eigentlich mit ApoReds Uhren? Yo, Red, wie sieht's aus? Wo ist deine Rolex? Die Rolex hat mein Bruder. Und ab da wusste ich sowieso, er labert nur Scheiße. Und es war irgendwie noch Fremdscham des Todes, mit ihm darüber zu sprechen, weil es war einfach nur unangenehm. Ich wusste, er labert Scheiße, aber wollte es für ihn nicht unangenehm machen. ApoRed dazu. Aber ey, guck mal, wenn er mich fragt, ne, wo ist meine Rolex? Von welcher Rolex reden wir hier? Ich habe noch nie auf YouTube eine Rolex geflext. Also, da muss ich auch sagen, ist einfach straight gelogen. Ne? Wie bei einer anderen, genau bei dieser Taxi-Geschichte am Ende hat er auch hart gelogen. Aber der Rolex, ne? Welche Rolex? Seit wann habe ich jetzt auf YouTube mit einer Rolex von mir geflext? Ich habe noch nie gesagt, dass ich eine dicke, teure Rolex gekauft habe. Habe ich auch noch. Weißt du, was ich meine? Das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie gesehen. Wann habe ich gesagt, ey Leute, meine neue Uhr? Ich war noch nie im Uhrengame drin. Okay, was ist dann mit der Rolex hier, die du sogar markiert hast? Das ist eine Rolex Datejust Iced Out, die er auch schon ein halbes Jahr zuvor auf YouTube gezeigt hat, wo er extra die Zuschauerfrage reingenommen hat, welche Uhr er sich als nächstes holt. Nächste Uhr. Oh, auch heftig, da habe ich mir hart Gedanken gemacht. Hart Gedanken gemacht. Also, entweder... Guck mal, das ist an sich eine schicke Uhr. Na? Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ein bisschen zu klein für mich. Aber entweder diese hier, die Datejust, mit dem Jubilee-Armband in Ice Out und eventuell blaues Ziffernblatt. Okay. Oder GMT Master 2 komplett Ice Out. Sieht so aus.
Was gibt's noch? AP Ice Out? So? Es ist schon seltsam, warum er jetzt aber sagt, dass er gar nicht im Uhrengame drin ist. Er hat aber nicht nur mit der Datejust geflext, sondern vorher auch mit der Rolex GMT Master 2. Munich Wristbusters haben allerdings aufgedeckt, dass die Fake war. ApoRed hat kommentiert, dass er 2016 drei Fake-Uhren aus Türkei hatte, die er aber verschenkt hat. Wahrscheinlich so wie der... Ja, alles, was er sich fake-mäßig holt, verschenkt er dann. Und hat auf einmal dann genau das gleiche immer ein Original. Das Tom Ford Fake Parfüm Kappa. Außerdem hat er ja nie... Dieser unbekannte YouTuber, wofür man nur den Re-Upload nutzt. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ich dachte gerade, wer ist Jay irgendwie da mit 200.000, mit 200 Aufrufen. Aber da sind die Re-Uploads einfach noch auf YouTube. Mega smart. Damit gepusht oder angegeben, dass sie echt war. Was ziemlich merkwürdig ist, denn er hatte Rolex auf dem Bild markiert und hat erst nach Munich Wristbusters die Markierung entfernt. Auch schreibt er, dass sein Uhrengame erst 2021 startet. Das Gespött in den Comments kann ApoRed's fragiles Ego natürlich nicht auf sich sitzen lassen und so kommentiert er einen Tag später nochmal, dass Munich Wristbusters mal darauf hinweist, soll, dass das Bild von 2017 ist und man ihn jetzt mit Rolex Datejust Iced Out sieht und mit einer Rolex GMT Master 2 zur Hälfte Iced Out. Hä? Ich dachte, das Uhrengame startet erst 2021. Komplett verwirrt gucke ich mir dann ein Wie-viel-ist-sein-Outfit-Wert-Video von 2019 an und ApoRed sagt Folgendes. Was haben wir noch? Uhr, AP Royal Oak mit dem schwarzen Zifferblatt. Ich war kurz davor, die mit dem blauen zu holen. Hab mich für die entschieden, weil ich finde die irgendwie ein bisschen schicker und ich trage auch Schmuck halt so schwarz-silber. Dachte ich so, okay, ist besser vielleicht. Die kostet ungefähr so 21.000. 18.600 bezahlt, also weiß ich nicht. Ein paar Kollegen, oder? Ja, so über Ecken und Kanten und so, weißt du. Aber auch, Hauptsache mit Zertifikat, ne? Natürlich, das ist einfach ganz wichtig. Hä? Ist er jetzt doch wieder im Uhrengame? Hm, was sagt er denn ein Jahr später wieder beim Wie viel ist sein Outfit wert Format? Okay, was haben wir noch? Eine Uhr sieht man ja selten bei dir, was haben wir da? Die gleiche hat man auch bei, lustigerweise, hat man glaube ich bei Lamborghini das Video gedreht, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer Insider. Ist eine GMT Master 2. Ja, können wir mal in die Kamera zeigen ein bisschen? GMT Master 2. Zur Hälfte Ice Out. Ich muss aber zu der Uhr sagen, dass die nicht mir gehört, sondern einem Kollegen, aber so unter uns Kollegen, Brüdern, wir teilen manchmal so. Also, meine, der fährt einen Wagen, der eigentlich eine geile Uhr aus, ich gebe mal Klamotten her und so. Das ist nicht meine Uhr, aber ich trage die mal voll oft so, ne? Auch süß. Okay. In Uhren habe ich bisher noch keine richtigen angeschafft. Hä? Ich dachte, er hat die AP Royal Oak für 18.600 Euro gekauft. Das macht alles keinen Sinn mehr. Ich pack's nicht. Aber warum ist das jetzt schon wieder auf süß? Verstehe ich nicht. Ich glaube, Red ist einfach ein chronischer Lügner. Kann ich nur mit Therapie heilen lassen. Das ist echt verrückt. Ich bin schockiert. Ich dachte, am Anfang, so bisher war es immer so unterhaltsam, aber jetzt bin ich nur noch schockiert. Ja, aber jetzt wissen wir schon mal, dass die Hype-Iced-Out GMT Master 2, die er unbedingt bei Munich Wristbusters erwähnen wollte, nicht mal seine ist. So, und jetzt kommt der absolute Mindfuck. Die AP hatte er in mehreren Prinz-Markus-Videos an. Hier zum Beispiel, als die beiden mit Leon auf Inscope reagiert hatten oder hier bei einem Umstyling von Prinz-Markus, was auch am gleichen Tag gefilmt wurde, wenn man die Klamotten von beiden anschaut. Es ist exakt diese Uhr, die er für 18.600 Euro gekauft haben. Oder brauche ich einmal ganz kurz euch nochmal für einen Sidekurs hier? Einem Umstyling ganz von kurz Prinz mal Markus. Einen Exkurs hier, warte mal. Wisst ihr alle, dass der Prinz Markus heißt? Das will ich einmal ganz kurz. Ich darf noch nicht fragen, warum. Aber kennt ihr alle seinen Namen? Hier, alle im Chat. Also ich kenne ihn, ich kenne seine Videos, aber wisst ihr alle, dass er Markus heißt? Okay, alle schreiben ja. Oh fuck. Ja, da kommt noch was auf euch zu. ...gefilmt wurde, wenn man die Klamotten von beiden anschaut. Es ist exakt diese Uhr, die er für 18.600 Euro gekauft haben will. Die kostet ungefähr so 21.000. 18.600 bezahlt. Die Uhr, wo er sich zwischen blauem und schwarzem Ziffernblatt doch für das Schwarze entschieden hat. Mit dem schwarzen Ziffernblatt. Ich war kurz davor, die mit dem blauen zu holen. Hab mich für die entschieden. Die Uhr, von der er auch das Zertifikat hat, weil das natürlich ganz wichtig ist. Hauptsache mit Zertifikat, ne? Natürlich, das ist mir ganz wichtig. Okay, jetzt passt auf. ApoRed macht am 16.07.2020 ein Reaction-Video auf das damalige Umstyling-Video mit Prinz Markus. Und um hier noch präziser zu sein, dass das die AP ist, gucken wir auf das Datum der Datei, die er abspielt. Ich glaube, das Ding ist schon wirklich ein Jahr alt. Das Video ist, glaube ich, echt ein Jahr alt, oder? Ich weiß nicht, ich guck mal ganz kurz. Bro, das ist einfach ein Jahr alt. Das Prinz Markus Umstyling ist vom 29.07.2019 und das Wie viel ist sein Outfit wert Video ist ebenfalls aus dem Zeitraum. Es ist exakt diese Uhr, hat es jetzt jeder verstanden, ja? Okay, und jetzt sagt ApoRed in seiner Reaction auf das Umstyling Video Folgendes. Happiness Supreme Louis Danube Seitentasche, übelst kranke Tasche. Und ich hatte noch ein bisschen Schmuck, ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen was von Dior, ein bisschen was mein Papa gesneakt. Und ich hatte noch eine AP. Zu der AP muss ich sagen, ich weiß nicht, ob sie legit ist, weil die gehört nicht mir, die gehört halt einem Kollegen von mir. Er sagt, die ist real, keine Ahnung. Also, ich bin jetzt nicht so gut mit ihm. Ich weiß nicht, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. ApoRed hat hier wie immer... Oh, ist das böse. Oh.
Also er kauft sich 3 Fake-Uhren aus der Türkei. Sagt von allen, die sind echt. Sagt in dem Video, die ist echt. Er hat sie günstiger bekommen. Und dann, ein Jahr später, sagt er, das ist eine Uhr von einem Kollegen und er ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob er es echt ist. Das wird ja immer schlimmer. Das ist einfach seine Fake-Uhr, ganz normal. Das ist aber auch hart. Wenn ApoRed halt in jedem Video und in jedem Livestream lügt, dann kann das ganze Konstrukt gar nicht aufrechterhalten bleiben. Das kann gar nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Wie soll er sich dann an irgendeine Lüge von vor 2 Jahren erinnern? Das ist brutal. War eiskalt gelogen. Er konnte sich wahrscheinlich kurze Zeit später einfach nicht mehr an die Lügen erinnern. Und dann sagt er bei der Prinz-Markus-Uhr wieder, dass er nicht so im Uhrengame drin ist. Die Uhr ist aber sehr, sehr, sehr... Die Uhr ist sehr, sehr krass. Sehr wild. Die hätte ich am liebsten auch, aber ich glaube sogar eher mit diesem Silber-Ding. Ich bin nicht so im Uhrengame. Ey, Leute, ich bin nicht so im Uhrengame. Ihr wisst ja, ich bin so der... Herr ApoRed meinte doch mal in der Insta-Story, dass er 8 Uhren hat. Ja, vielleicht 8 Uhren aus der Türkei. ApoRed hat also weder krasse Immobilien noch Kohle. Die Kohle, die er hatte, hat er, so wie es aussieht, in Autos gesteckt, die er jetzt auch nicht mehr hat. Und seine Uhren sind entweder fake oder von Kollegen ausgeliehen. Oder das ist auch nur eine Ausrede mit dem Kollegen, damit er mit seinen Fake-Uhren immer sagen kann, dass sein Kollege meinte, sie ist echt. So kann ApoRed das Ganze immer von sich wegschieben. Ich persönlich finde es halt ein bisschen merkwürdig. Von welchem Kumpel, mit dem man nicht so gut ist, leiht man sich eine vermeintliche Luxusuhr im Wert von 21.000 Euro aus? Sehr, sehr gute Frage. Das habe ich noch nie gehört. Der Typ ist einfach jahrelang der größte Blender in allen Bereichen gewesen und keiner hat das so richtig gemerkt. Jetzt fragt sich aber der ein oder andere, ja, wenn er so arm ist, wie kann er denn ganze Zeit draußen essen gehen? Dazu hat Malik, der ApoReds Nachbar in der Türkei war, Folgendes gesagt, während er Wach kritisiert hat. Ich schwöre bei Gott, ich wollte es eigentlich gar nicht leaken. Das juckt mich absolut gar nicht. Das juckt mich, dieses Scheißthema juckt mich nicht. Aber wenn dieser Typ herkommt und auf meine Meinung scheißt und das trotzdem veröffentlicht, muss ich das sagen. Ich schwöre, allein an der Aussage, die ich gleich droppen werde, merkt man einfach, dass dieser Typ weird ist. Er ist einfach weird. Er sagt, wir waren dabei, eine Foodtour zu drehen. Zu mir sagt er das. Er sagt, Bro, weißt du, was voll weird ist? Wir waren dabei, eine Foodtour zu drehen. Wir haben 2 Spots gemacht und beim 2. Spot, er hat nicht mal selber bezahlt, er hat mit Story bezahlt. Und er erzählt mir das, als wäre es das Unkorrekteste der Welt. Und jetzt? Wieso ist das so schlimm? Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn er mit Instagram-Stories bezahlt, damit er auch mal eine warme Mahlzeit essen kann. Ich würde es vielleicht auch so in seiner Situation machen, wenn das Geld nur für Brot und Käse reicht. Oh, Leute, vertraut mir doch einfach. Manchmal kommen diese einfachen Dinger auch immer sehr, sehr gefährlich. Aber dann würde ich nicht im Internet erzählen, wie reich ich bin und dass alle neidisch darauf sind. Heftig. Heftig. Es ist zwar unterhaltsam, schockierend, unangenehm aufzuschauen, sehr gut recherchiert. Mimi ist trotzdem ein Psychopath, klar. Aber das ist schon, das war brutal. Das war ein Auf und Ab der Gefühle. Das war eine der heftigsten Bloßstellungen von Mimi jemals, was hochgeladen hat. Das Video kommt wirklich sehr gefährlich. Also, das war krass. Holy shit.